Bundespräsident Steinmeier ist überraschend zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. In Kiew will er Präsident Selenskyj treffen und anschließend in den Norden des Landes aufbrechen. Steinmeier sagte, er wolle gerade jetzt ein Zeichen der Solidarität an die Ukrainerinnen und Ukrainer senden und sicherte weitere Hilfen zu. Der Bundespräsident ist zum ersten Mal seit Beginn der russischen Angriffe in der Ukraine. Streit und Sicherheitsbedenken haben diese Reise verzögert. Jetzt aber ist er da. Ankunft in Kiew am frühen Morgen. In der jetzigen Phase der Luftangriffe sei ihm ein Zeichen der Solidarität besonders wichtig, so der Bundespräsident. Meine Botschaft an die Ukrainerinnen und Ukrainer ist, wir stehen nicht nur an eurer Seite, sondern wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen, wirtschaftlich, politisch. Und auch militärisch. Mit seinem Besuch will der Bundespräsident aber auch den Blick auf den nötigen Wiederaufbau lenken und deutsche Gemeinden ermuntern, für direkte Hilfe Städtepartnerschaften zu gründen. Dort, wo entweder jetzt schon Infrastruktur zerstört und gestört ist, wo Strom, Heizung und Wasser nicht funktionieren oder aber Vorsorge vor dem Winter getroffen werden muss. Hier versuchen wir neben den staatlichen Hilfen auch Brücken zu bauen zwischen Gemeinden und Städten aus Deutschland und solchen hier in der Ukraine. In Kiew will Steinmeier im Tagesverlauf auch Präsident Selenskyj zu Gesprächen treffen. Und zugeschaltet ist uns unser Korrespondent Wassily Golod in Kiew. Welche Bedeutung hat dieser Besuch? Es ist ein sehr wichtiger Besuch jetzt im 8. Monat der russischen Invasion. Die Ukraine wird verstärkt angegriffen mit Drohnen, mit Raketen. Nicht nur Wohnhäuser, sondern verstärkt auch die Energieinfrastruktur, die dafür sorgt, dass die Menschen es warm haben zu Hause, dass sie Strom haben zu Hause. Wir beobachten jetzt seit Wochen immer wieder Stromausfälle hier in Kiew, aber auch in verschiedenen Teilen des Landes. Und da ist dieser Besuch des Bundespräsidenten, des deutschen Staatsoberhaupts, ein sehr, sehr wichtiges symbolisches Zeichen. Ein Zeichen für die Ukraine, ein Zeichen, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Und was macht den Besuch so schwierig? Frank-Walter Steinmeier selbst, seine Rolle, seine Vergangenheit. Er war ja Außenminister, er hatte viele andere politische Ämter in Deutschland, Ämter, in denen er auch immer wieder seine Nähe zu Russland gezeigt hat. Er hat sich immer wieder mit russischen Politikern getroffen, in freundschaftlichen Szenen, das belegen einige Bilder, und eben auch in einem sehr politisch-freundschaftlichen Kurs. Das wird ihm in der Ukraine sehr stark nachgehalten. Dafür wird er kritisiert, auch dass er nach der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim daran festgehalten hat, dass die Nordsee-Pipeline, dass die Pipeline Nord Stream 2 passiert, dass sie gelegt wird an diesem wirtschaftlichen Projekt, dass er daran festgehalten hat, wird deswegen kritisiert, weil es ein politisches Projekt war aus ukrainischer Sicht, ein Projekt, das dazu führte, die Ukraine unter Druck zu setzen, wirtschaftlich unter Druck zu setzen und politisch unter Druck zu setzen. Und diese Vergangenheit, dafür wird er sehr stark kritisiert. Es wird aber sehr wohl auch wahrgenommen, dass er seine Fehler eingeräumt hat, dass er sich dafür entschuldigt hat, weshalb heute sehr genau darauf geachtet wird, wie er sich verhält, was er sagt. Und gibt es denn Meinung zu dem Besuch von den Bürgerinnen und Bürgern? Haben Sie da vielleicht schon was gehört? Es ist, glaube ich, noch zu früh, um das final zu sagen. Das, was wir gehört haben, ist, dass grundsätzlich positiv wahrgenommen wird, dass er jetzt da ist. Denn natürlich sind auch hier die Querelen der vergangenen Monate bekannt. Die diplomatische Auseinandersetzung einerseits. Die Sicherheitsbedenken in der vergangenen Woche wurden auch mit Skepsis zur Kenntnis genommen. Die Menschen sagen, wir leben hier seit Monaten mit diesen sogenannten Sicherheitsbedenken. Und wenn man Solidarität zeigen will, dann muss man dieses Risiko auch in Kauf nehmen. Das hat Steinmeier getan. Und auch seine Äußerungen heute Morgen am Kiewer Bahnhof waren durchaus überzeugend. Er hat sich einerseits an die Menschen in der Ukraine gewandt und gesagt, Deutschland stehe an der Seite der Ukraine, zeige Solidarität, werde militärisch, finanziell und politisch weiter unterstützen. Und er hat sich aber auch an die Menschen in Deutschland gewandt und sehr, sehr klar gesagt, dass es jetzt darum geht, an der Seite der Ukraine zu stehen und diesen Krieg nicht zu vergessen. Und ich gehe davon aus, dass diese Äußerungen sehr positiv hier in der Ukraine wahrgenommen werden. Und was plant Steinmeier jetzt in der Ukraine?
Ein besonderes Augenmerk liegt natürlich auf dem persönlichen Treffen zwischen Steinmeier und Präsident Zelensky. Das ist für den Abend geplant. Interessant ist aber auch, dass er eben nicht nur in Kiew ist, sondern auch in die Region Tschernihiw fährt. Dort macht er sich einerseits einen Blick von der Zerstörung. Er spricht mit Menschen in den über Wochen besetzten Gebieten. Er macht sich ein eigenes Bild der Zerstörung. Und das ist etwas, bei dem ich davon ausgehe, dass das hier in der Ukraine sehr positiv wahrgenommen wird, weil es mehr ist als nur ein symbolischer Besuch der Hauptstadt, sondern es zeigt, dass dieser Besuch eine Nähe herstellen soll zwischen Deutschland und zwischen den Menschen auch in anderen Teilen der Ukraine. Bekannt ist auch, dass Zelensky und Steinmeier die Städtepartnerschaften erneuern werden, die Bedeutung der Städtepartnerschaften von ukrainischen und deutschen Städten und die Schirmherrschaft dafür übernehmen werden. Wassily Golod, vielen Dank für die Information.